allgemein ist natürlich momentan davon geprägt, dass E-Learning immer mehr in den Alltag der Lehrenden und Lernenden übergeht. Wir sehen es an vielen Lehrveranstaltungen, die mit hybriden Modellen arbeiten, klassische Lehre verbunden mit E-Learning-Anteilen. Ich benutze es bei mir intensiv, insbesondere für die Kommunikation mit den Teilnehmern der Vorlesungen, den Übungsbetrieb, zur Organisation des Übungsbetriebs, zur Unterstützung der Studierenden, um insbesondere auch die Kommunikation mit den Lernenden zu intensivieren, zu vereinfachen, zu verbessern, um einfach direkt den Lernenden mehr zu helfen, mehr Rückfeedback zu bekommen, um zu sehen, welche Lehrinhalte kommen besonders gut an, was ist problematisch, was können wir noch besser machen und so einfach meinen Wissensinhalt direkter zu dem Lernenden zu bringen. Als Ergänzung der klassischen Lehre. Und das, glaube ich, machen die meisten Dozenten. Da wird immer mehr in den Alltag übergehen, ist in den Alltag der Lehre übergegangen an der Universität. Gut, für das Zentrum für Datenverarbeitung ist E-Learning in vielen Ebenen ein zentraler Bereich. Erstmal braucht E-Learning für das E viele Grundbasis-IT-Dienste, die das ZDV als IT-Dienstleister der Universität flächendeckend bereitstellt. Fängt an vom Netzzugang, WLAN-Zugang, Serverinfrastruktur, Storage-Kapazitäten, all das. An der Universität in vielen E-Learning-Aktivitäten involviert, ist auch selbst Anbieter. Als Teil in dem ELP-Projekt, in der wir auch Beispiel Lernplattformen anbieten und andere Dienste tun. Zentral für uns ist natürlich TIMS, die Tübinger Internet Multimedia Plattform, bei der wir deutschlandweit das größte Angebot an Vorlesungsaufzeichnungen anbieten, verbunden mit vielen modernen Möglichkeiten der Recherche, um etwa gezielt zu Lerninhalten innerhalb einer Unterrichtseinheit zu springen. Hier sind wir seit über 10 Jahren aktiv und zumindest deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit führend.